لله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wir werden heute inshallah ta'ala fortfahren mit der wunderschönen Surah Al-Hijr, die Surah 15 im Koran Al-Karim. Und ihr verpasst in dem Sinne nichts, weil wir jeden Tag, wenn wir neue Ayat machen, dann haben wir auch ein neues Thema, über welches wir reden, bi'idhnillah samil alim, so wie wir heute auch wieder ein neues Thema haben, bi'idhnillah ta'ala. Gestern haben wir über die Ayat gesprochen, wa laqad ja'alna fis sama'i buruja wa zayyannaha lin nadhirin. Und wir haben doch tatsächlich in den Himmel Türme gesetzt und wir haben sie ausgeschmückt für die Betrachter, die sozusagen den Himmel betrachten. Was haben wir gesagt? Was sind die Türme hier? Das waren die Sterne, richtig. Und وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ, und wir haben sie vor einem jeden Shaitan bewahrt. Bedeutet, was hat Allah Azza wa Jalla gemacht? Die Shayatin, sie lauschen der was zu? Der Offenbarung zu. Und wir haben gesagt, vor der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam war es möglich für sie, dass sie etwas aufgeschnappt haben von der Offenbarung und damit zu ihren Leuten gegangen sind. Was heißt zu ihren Leuten, Muhammad? Zu den Zauberern und zu den Wahrsagern. Und da haben sie ihnen einiges von der Offenbarung mitgeteilt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat den Engeln etwas offenbart, zum Beispiel, es wird mit dem das und das passieren. Oder dieses und jenes Ereignis wird passieren. Dann haben sie gelauscht, haben das mitgenommen, dieses Wort, und sind gegangen. Aber seit der Entsendung vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam ist was passiert immer? Wurden die Shayatin abgeschossen, mit Wurfgeschosse, so dass sie nichts mehr von der Offenbarung mitbekommen. Außer die, die heimlich gelauscht haben. Wenn sie abgeschossen wurden, was haben sie gemacht? Sie haben dem anderen Shaitan das mitgegeben und der ist zu dem Zauberer oder zu dem Wahrsager gegangen. Und das, was ihr heute seht, das heißt diese Wahrsager, die praktisch, wen kennt ihr unter diesen Wahrsagern? Wisst ihr, was ein Wahrsager ist? Eigentlich heißt der Falschsager. Der sagt ja nicht die Wahrheit, weil er keine Ahnung hat. Diese Wahrsager, das sind Leute, sie lesen zum Beispiel von deiner Hand ab und sagen dir, dieses und jenes wird passieren. Der Strich bedeutet das und der Strich bedeutet das und sie erklären dir, was zukünftig mit deiner Person passiert. Das sind natürlich alles Dajjale, das heißt, das sind Leute, die Lügner sind und nichts anderes als Lügner und genauso diejenigen, die Kaffeetassen lesen und so weiter und so fort. Sie haben ein Wort von diesem Shaitan bekommen, der dieses Wort was mit 99 Lügen vermischt hat. Und was bleibt diesen Leuten im Kopf? Nur das eine Wort. Und die Lügen betrachten sie gar nicht. Na'am. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann zum Schluss, diese Eier haben wir auch noch genommen, illa man istalaqa sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Außer derjenige, der heimlich lauscht, das heißt im Himmel, ob es irgendetwas von der Offenbarung gibt, so werden wir ihn oder so haben wir ihn mit einem deutlichen Wurfgeschoss abgeschossen. Na, طيب, heute wollen wir über die weiteren Ayat bi'idhnillah ta'ala sprechen. A'udhu billahi s-sami'il alim minash shaytanir rajim. Nimmt bitte alle euren Koran. Das ist die Seite 263. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ
له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وما ننزله إلا بقدر معلوم. وما ننزله إلا نعم بس يا بس و 21 آية بإذن الله تعالى. دي أست آية وجعلنا لكم عفوا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. Und die Erde haben wir gedehnt und auf sie festgegründete Berge gesetzt. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt uns, welche Form er für die Erde vorgesehen hat. Erstmal gedehnt, weil das ist eine Art und Weise, ihr wisst, liebe Geschwister, die Diskussion war schon unter den früheren, ist die Erde was? Eine Kugel oder eine Scheibe? Was ist die islamische Antwort natürlich, dass die Erde was ist? Eine Kugel, eine kugelförmige Form. Und dieses ist mit Ittifaq, wie Sheikh al-Islam rahimullah ta'ala sagte in Al-Majmu' in seinem Buch, er sagte, mit Ittifaq der Ulama ist dieses eine kugelförmige Gestalt. Eine kugelförmige Gestalt, das heißt keine Scheibe, weil die meisten der Kuffar, die wollten den Leuten einreden, dass dieses eine Scheibe ist. Und subhanallah, Allah azza wa jalla hat uns beschrieben, wie diese Erde ist. Tayyib. Wie kann sie so gedehnt werden? Yani Allah subhanahu wa ta'ala hat uns beschrieben, wie die Form von dieser Erde ist. Und nicht nur in dieser Ayah, sondern auch in anderen Ayat. Welche Ayat kennt ihr, wo Allah azza wa jalla die Form der Erde beschreibt? Denkt mal an Surat An-Nazi'at. Nazi'at? Ja, Nazi'at. Nein. Nee, das ist nicht in Nazi'at. Nein. Wo Allah sagt, Dahaha. Genau. Richtig. Was heißt Dahaha? Das heißt straußeneiförmig, okay? Straußeneiförmig bedeutet, das ist so wie rund. Oval sagt man, glaube ich, dazu, ne? Oval. Das ist die Form von der Erde. Also wir wissen, wie die Form der Erde ist. Und die damaligen Wissenschaftler, schon damals einige von Kopernikus und Galileo hieß der, glaube ich, ne? Nachdem die eine Sendung auch benannt ist, die haben das damals schon gesagt, dass dieses eine kugelförmige Form ist von der Erde. Und Sheikh al-Islam war vor ihnen. Sheikh al-Islam, rahimullah, war vor ihnen. Und hat das gesagt, weil das ist anhand von dem, was wir aus dem Koran und der Sunna wissen. Deswegen, liebe Geschwister, dass ihr erstmal wisst, die Erde ist kugelförmig. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا. Und wir haben in diese Erde festgegründete Berge reingesetzt. Natürlich, die Berge haben einen Sinn. Wer sagt mir, was ist der Sinn der Berge? Was ist der Sinn von diesen Bergen? Na, Ausgleich, um das deutlicher zu machen, dass die Erde nicht wackelt. Antamida bikum. Dass die Erde nicht mit euch wankt oder wackelt, bedeutet, deswegen sind die Berge hereingetan worden. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wal jibala autada. Und wir haben die Berge zu was gemacht? Zu Pflöcken. Was heißt zu Pflöcken? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Berge reingesetzt in die Erde und was rausragt, das ist nur ein Drittel. Das heißt, was du nach oben siehst, ist ein Drittel. Mount Everest zum Beispiel ist was? Der niedrigste Berg oder der höchste Berg, Alijan? Höchste Berg. Warst du da schon mal drauf? Da kannst du gerne winken und sagst, ich möchte heiraten. Wer ist da, der mich sieht von hier oben? Tay. Das ist der höchste Berg. Wie hoch? Richtig. 8848 Meter. Schon eine Strecke, ne? Das ist wie zwischen hier und Neukölln. Deswegen fahren wir auch nie nach Neukölln. Möge Allah uns bewahren. Na, dieser Berg ist nach oben so hoch. Was denkt ihr, wie weit ist er dann nach unten? Wie weit ist er nach unten? Zwei Drittel. Das heißt, was rausragt, ist ein Drittel und zwei Drittel sind nach unten, subhanallah. Und die Wissenschaftler haben nach den späten 60er Jahren entdeckt, dass diese Berge dafür da sind, damit die Erde nicht hin und her wackelt. Das konnten wir ihnen schon wann sagen?
vor 1440 Jahren. Das ist der Islam, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Deswegen lernt eine Sache, liebe Geschwister. Und das, was ich sage, ist sehr, sehr wichtig. Nicht die Wissenschaft bestätigt die Religion. Aufpassen. Und das wollte, ich wollte nicht so verstanden werden, sondern die Religion bestätigt die Wissenschaft. Ich gebe euch ein Beispiel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns damals gesagt, schon vor 1440 Jahren, wenn eine Fliege in eines eurer Getränke hereinfliegt, dann sollt ihr diese Fliege herausnehmen und nochmal reintunken. Denn in einem Flügel ist Krankheit und in dem anderen Heilung. Jetzt, subhanallah, du sagst Leuten, Flügelkrankheit, das ist eine Fliege, über was redest du hier überhaupt? Und es gab Muslime, die haben gesagt, Hadith da'if. Mashallah, auf einmal sind die Hadith-Experten geworden. Und später haben einige Wissenschaftler bestätigt, dass tatsächlich die Fliege, die mit den zwei Flügeln ist, in einem Flügel Krankheit hat, in einem Flügel Krankheit ist und in dem anderen, was haben wir gesagt, Heilung. Dann, als die Muslime gehört haben, dass die Wissenschaft das bestätigt hat, haben sie gesagt, Takbir. Eher müsste man sagen, Takfir, ne? Wenn man nicht an die Religion glaubt. Möge Allah uns bewahren. Schaut mal, wann haben sie erst der Religion geglaubt? Nachdem die Wissenschaft das bestätigt hat. Aber die Wissenschaft kann sich irren. Was sagen die meisten Wissenschaftler? Die Erde ist was? Eine Scheibe. Heißt das jetzt, wir nehmen das von ihnen, weil sie das sagen? Auf keinen Fall. Wenn die Wissenschaft das herausbekommt oder bestätigt, was wir in unserer Religion bestätigt haben, dann sagen wir, die Wissenschaft hat recht. Ja, bis jetzt die Wissenschaft bestätigt, dass es einen Ilah gibt, Allah? Ja oder nein? Nein. Sondern sie sagen dir, es gibt einen Urknall. Wir sagen, jemand anderes hat einen Knall. Ein Urknall? Schaut mal, das sind Wissenschaftler, die normalerweise ab einer bestimmten Intelligenzstufe auch so einen Job machen können. Normalerweise, das sollten Leute sein, die Verstand besitzen. Und bis heute haben sie nicht begriffen, dass ohne nichts nichts entsteht. Wenn es einen Urknall gibt, dann muss etwas zuvor gewesen sein. Was ist es? Von wo kam das? Hat es sich selber erschaffen? Sie werden dir sagen, nein. Und du sagst ihnen, Taib, wenn es sich nicht selber erschaffen hat, aus dem Nichts, es war nichts und hat sich erschaffen. Und dann die andere Option ist was? Dass es einen Herrn hat. Sie sagen auch, nein. Taib, woher kommt das? Schaut mal, das sind Wissenschaftler, die reden in diesem Thema wie kleine Kinder. Wenn es um Allah Azza wa Jal geht, und das ist nicht die Intelligenz. Wallahi, ein Bauer irgendwo in den islamischen Ländern, der sieht nur die Sonne, den Mond, die Sterne, der kennt sein Ackerfeld und hat da seine paar Kühe und Schafe und der betet Allah einzig und allein an. Wir sagen, der ist intelligenter als Abu IQ, Einstein, Zweistein und niemals einen Stein im Brett gehabt. Dieser, obwohl er ein IQ von so und so viel hatte, was wird es ihm bringen? Was wird es ihm bringen? Der Bauer, du erklärst ihn Allah, subhanahu wa ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala schon immer existiert hat und dass er alles erschaffen hat. Allahu khaliku kulli shay, der versteht das. Aber Newton und Einstein verstehen das nicht. Obwohl sie eine Bildung haben. Die Sache hat nichts mit der Bildung zu tun, sondern die Sache hat mit was zu tun? Mit dem Glauben. Lernt das. Die Sache hat mit dem Glauben zu tun. Ich meine, gibt es nicht viele intelligente Menschen? Warum glauben sie nicht? Weil Allah ihre Herzen was blind gemacht hat. Und dann gibt es Leute, ich wundere mich manchmal, verzeiht mir, dass ich das sage, ich meine es nicht persönlich. Ich kenne so viele Brüder, die wirklich angeschlagen sind. Auch psychisch, ja, aber richtig. Und möge Allah uns einen Doktortitel geben, damit wir ihnen später noch mehr helfen können. Die Sache ist folgendermaßen. Diese Brüder, die psychisch wirklich belastet sind, sie streben danach, Allah zu gefallen. Obwohl sie wirklich psychisch, yani, ich will nicht sagen kaputt, aber psychisch angeknackst sind. Und die anderen, von denen man ausgeht, dass sie eine gewisse Intelligenzstufe haben, der verachtet Allah Azza wa Jal und behauptet, es gibt keinen Ilah.
Ist das normal? Und hier sehen wir, das hat nur mit einer Sache zu tun. Allah hat die Gnade nicht jedem gegeben zu glauben. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنُوا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Und es ist einer Seele nicht möglich zu glauben, außer mit der Erlaubnis Allahs. Was sagt Allah? Es ist einer Seele nicht möglich. Was bedeutet nicht möglich? Sie wird niemals gläubig sein. Niemals. Egal, was diese Seele machen möchte, außer mit der Erlaubnis Allah. Wenn Allah das erlaubt, dann wird die Seele gläubig sein. Anders wird sie niemals gläubig sein. Möge Allah Azzawajal uns niemals diesen Glauben verlieren lassen. Allahumma amin. Deswegen, liebe Geschwister, das ist eine Eigenschaft von diesen Bergen. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie hereingesetzt in die Erde. Sie ragen nach oben ein Drittel heraus und nach unten zwei Drittel. Und wir haben gesagt, das hat einen Sinn, warum sie so tief festgegründet sind, damit die Erde mit den Menschen nicht wackelt. Schaut mal, Allahs Rahma, Allahs Barmherzigkeit. Stellt euch vor, wir würden uns auf einer Erde begeben, die gesamte Zeit wackelt. Hat einer von euch schon einmal ein Erdbeben mitbekommen? Ich denke, die meisten sind von euch hier in Deutschland aufgewachsen. Ne? Wir kommen aus Libanon, da gab es viele kleine Beben. Und ein kleines Beben, gucke, was die Leute machen, wenn es ein bisschen bebt. Die gehen in Rage, die sind außer sich, die wissen nicht mehr, was sie tun. Wenn die Erde nur ein bisschen wackelt, was denkt ihr? Und das sind ja immer, über wie viele Sekunden reden wir denn bei einem Erdbeben? Über 50 Minuten oder eine Stunde? Wir reden nur über ein paar gezählte Sekunden. Und das Leben von diesen Leuten ist hinüber. Schaut mal, subhanallah. Stellt euch vor, wir hätten eine Erde, die ständig mit uns wackelt. Wie könnten wir unser Lebensunterhalt bestreiten? Wie könnten wir überhaupt etwas von dem leben, was wir leben? Wir wären gar nicht in der Lage dazu. Weder könnten wir mit unseren Transportmitteln fahren, noch könnten wir auf der Erde laufen, noch könnten wir irgendetwas machen. Aber das ist eine Gnade von Allah Azza wa Jal, die nur die Gläubigen erkennen, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Berge eingepflanzt oder reingesetzt, damit die Erde nicht mit uns wackelt. Na. وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ. Na, und wir haben auf sie, das bedeutet auf der Erde, Möglichkeiten für sie geschaffen und für diejenigen, für diejenigen, die ihr nicht versorgt. Hier hat Allah subhanahu wa ta'ala uns eine weitere Gnade genannt. Und das sind jetzt alles Gnaden. Diese Ayat, die wir jetzt lesen, kommen nach den Ayat über die Kuffar, als sie nicht bereit waren zu glauben. Sie haben sich über Muhammad sallallahu alaihi wasallam was? Lustig gemacht. Nummer eins. Nummer zwei, Allah azza wa jalla sagt, selbst wenn sie in den Himmel hinaufsteigen würden und sie würden die Wahrheit mit den eigenen Augen sehen, was würden sie nicht machen? Sie würden nicht glauben. Tayyib, wer sagt mir, warum kommen jetzt solche Ayat, die Wahdaniyya, die Einzigartigkeit Allahs beweisen. Warum kommen diese Ayat jetzt, nachdem wir vorher die Ayat über die Kuffar gehört haben, dass sie von Allah nicht die Gnade bekommen haben zu glauben? Warum? Na, um die Kuffar zum Nachdenken zu bringen und ihnen zu zeigen, das alleine ist Allahs Verdienst, von niemand anderen. Also glaubt einzig und alleine an ihn. Und schaut mal, der Koran, subhanallah, was willst du dazu sagen? Die Koran-Gelehrten, die studieren jedes Mal den Koran und sind aufs Neueste immer wieder begeistert. Was ist das für ein Buch, subhanallah. Es gibt manche Bücher, du hast die zwei, dreimal gelesen und die haben nicht mal eine Hikmah, ja, wie von Dieter Bohlen oder sowas. Aber es gibt Bücher, du sagst, subhanallah, da steckt viel Weisheit drin. Aber dann gibt es den Koran, du wirst niemals den Koran erforschen können. Schaut mal, wie oft wir manche Ayat gehört haben. Tausendmal und immer wieder entdecken wir was? Etwas Neues. Immer wieder belebt diese Ayah dein Herz neu. Und das ist von den Wundern des Koran al-Karim. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشٍ. Wir haben euch Versorgung auf dieser Erde geschaffen. Tayyib, an was fehlt es uns? Sagt mir bitte, an was fehlt es uns auf dieser Erde? Alles, was wir brauchen, hat Allah Azza wa Jal uns gegeben. Und schaut mal, wie der Aufbau ist. Allah subhanahu wa ta'ala, deswegen, wenn wir über Al-Matar reden, wenn Allah Azza wa Jal über Ar-Rizq redet, dann redet er über den Regen. Subhanallah. Warum ist der Regen eine Versorgung? Inwiefern ist der Regen eine Versorgung? Na.
Wenn es herabregnet auf die Erde, was passiert? Es wachsen Pflanzen. Wer ernährt sich von diesen Pflanzen? Tiere. Tiere ernähren sich von den Pflanzen. Und wir Araber ernähren uns ausschließlich eigentlich von den Tieren. Wir wollen nur Fleisch essen. Deswegen sagen wir, den Salat verfüttern wir an unsere richtige Nahrung, sagt Musa. Wir sind so, dass das ist alles ein Kreislauf. Wallah, ich empfehle euch mal, wenn ihr auch abschalten wollt, auch abschalten von einem Muslim heißt nicht, dass er Allah vergisst. Sondern abschalten heißt jetzt zum Beispiel, ihr habt gerade eine Sura gelernt, wie zum Beispiel Surat Al-Hijr. Ich hoffe, dass ihr die Ayat immer lernt, inshallah. Dann, einer hat mich heute angerufen und meinte zu mir, ja, er will abschalten und dann spielt er dieses Spiel Fortnite. Wie heißt das? Wie heißt das? Fortnite? Fortnite? Was heißt Fortnite? Auf jeden Fall. Schau mal. So schalten manche ab. Was ist das Spiel, Abdullah? Hast du schon mal geschossen? Sehr gut. Sonst kommst du ins Gefängnis hier. Was ist das Spiel? Hä? Auch nicht. Ja, jetzt weiß das keiner von euch. Was ist das Spiel Fortnite? Ich glaube, da müssen wir die jüngere Generation fragen. Hä? Ich weiß, bei Allah, ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht mal, wie eine Playstation aussieht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur mit dem beschäftigen lassen, was nützlich für uns ist. Aber wer kann mir beschreiben, was ist Fortnite? Mutawakkil, sei ehrlich. Wenn keiner guckt und alle schlafen, dann gehst du an den PC. Was ist Fortnite, frage ich euch. Subhanallah, naam. Der ist ehrlich wenigstens. Ein Ballerspiel. Man springt von einem Flugzeug auf eine Map, auf ein Land und dann... Ja, hella, ja, hella. Dschihad im Internet sozusagen. Ne? Okay, das ist Fortnite. Ich empfehle euch was anderes. Wenn ihr abschalten wollt, dann guckt ihr euch eine Dokumentation an über den Kreislauf der Natur. Und ihr werdet euch wundern, subhanallah, wie Allah azza wa jal alles für seine Diener, nicht nur für seine Diener, für die gesamten Lebewesen so ausgerichtet hat, dass jeder versorgt wird. Und schaut mal, was das Ende der Ayah ist jetzt hier. وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ Auch für die Leute, die ihr sozusagen nicht versorgt, wer versorgt sie? Allah Azza wa Jal, er braucht euch nicht. Allah Azza wa Jal braucht euch nicht. Allah hat für jeden bestimmt, dass er ihn versorgt. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Und es gibt kein einziges Lebewesen auf dieser Erde, außer dass Allah es versorgt. Was bedeutet Versorgung? Versorgung bedeutet nicht jeden Tag, muss nicht jeden Tag sein, zweimal, dreimal. Versorgung bedeutet mit Zeitintervallen. Es kann jeden Tag sein, es kann alle zwei Tage sein, alle fünf Tage sein. Schaut mal, jetzt ein Löwe, der sucht sich seine Beute. Findet er jeden Tag etwas? Findet nicht jeden Tag etwas. So. Und dann, vielleicht sieht er nach drei Tagen ein Reh. Und dann wieder nach fünf Tagen etwas. Aber Allah versorgt ihn. Allah subhanahu wa ta'ala versorgt ihn. Deswegen, die Versorgung muss nicht jeden Tag sein. Aber diese Versorgung hat Allah azza wa jal alleine in die Hand genommen. Alle Makhlukat, alle Geschöpfe werden von ihm versorgt, subhanahu wa ta'ala. Und ihr hört vielleicht auch in diesen Zeiten, möge Allah azza wa jal unseren Geschwistern einen Ausweg verschaffen. Es gibt arme Länder, da siehst du eine Familie, die haben zum Beispiel 7, 8, 9, 10 Kinder. Manche haben nach 10 Kindern aufgehört zu zählen. Ihr wisst, sie haben viele Kinder, Alhamdulillah. Und das ist eine Gnade, die hat Allah wen gegeben? Den Muslimen. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Es gibt Leute, Wallahi, die bringen ein Kind durchschnittlich zur Welt. Bei uns zwischen 6 und 8 Kinder. Meine Oma hatte 21 Kinder. Alhamdulillah, eine Frau, ja? Hier eine Frau bekommt ein Kind und Depression danach. Die hat Waschmaschine, die hat Geschirrspülmaschine, die hat Windeln, die hat alles und Depression dazu, weil sie so viel Zeit hat. Bei uns, die haben auf dem Reisfeld gearbeitet, ihr Kind ist runtergefallen, haben sie weitergemacht. Haben sie weitergemacht. So war die alte Generation. Wallahi, meine Mutter sagt zu mir, die neue Generation ist Schrott. Du sagst einer, koch mal Wasser, die verbrennt sich fast die Haare dabei. Die sind zu nichts mehr in der Lage. Na, aber nicht nur Frauen, auch Männer, nichts mehr, außer Fortnite spielen. Na. Auf jeden Fall, was will ich euch sagen? Ich bin ein bisschen abgekommen. Wo war ich stehen geblieben? In unseren Ländern. Einer hat 7, 8 Kinder. Der sagt dir, wir haben nichts zu essen, uns geht es schlecht und dies und das. Aber keiner von ihnen ist gestorben. Worauf deutet das hin? Worauf deutet das hin? Wurden sie versorgt oder nicht? Sie wurden versorgt. Aber was meint er? Was meint er? Genau.
Das ist nicht vorhanden. Allah subhanahu wa ta'ala hat das nicht gemacht. Wir werden dazu kommen. Warum? Aber Fakt ist, Allah hat sie versorgt. Denn wenn du im Schnitt 3 Tage nichts isst und nichts trinkst, dann ist das so, dass du stirbst, in der Regel. Okay? Außer, was Allah also geschrieben hat. Manchmal gibt es Erdbebenopfer, man findet sie nach 20 Tagen und sie sind noch am Leben. Subhan al-Malik. Das ist von Allah azawajal geschrieben. Aber wenn du 3 Tage nichts trinkst, dann stirbst du in der Regel. So. Das heißt, sie haben doch Versorgung bekommen. Ansonsten würden sie nicht mehr leben. Und das ist die Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Wir werden nicht alles bekommen. Wie gesagt, wir kommen noch dazu. Aber Allah azawajal sagt uns hier, وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Und diejenigen, die auch ihr nicht unter eurer Versorgung habt, Allah azawajal wird sie versorgen. Allah azawajal wird sie versorgen. Das Beispiel Maryam, radiyallahu anha wa ardaha. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, jedes Mal, wenn Zakaria zu Maryam hereinkam, hat er was bei ihr vorgefunden? Wajada indaha. Was? Rizqa. So hat er bei ihr was vorgefunden? Versorgung. Qala ya Maryam. Anna laki hada. Er sagt zu ihr, oh Maryam, woher hast du das? Qalat, huwa min indillah. Inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab. Sie sagte, Maryam, radiyallahu anha wa ardaha, die Mutter von Isa, Isa. Sie sagte, das ist die Versorgung Allahs. Er versorgt, wem er will. Und die Gelehrten sagen, sie hat im Sommer Winterfrüchte bekommen und im Winter Sommerfrüchte bekommen. Gegen das natürliche Ereignis. So ist Allah subhanahu wa ta'ala. Er versorgt, wem er will. Es gibt eine Überlieferung, die Überlieferung ist bei Al-Bukhari, damit keiner einen Zweifel hat. Wo Khubayb radiyallahu anhu arda im Gefängnis saß, die Mushrikin haben ihn eingesperrt. Und das war damals so ein Gefängnis, was draußen war, so ein Stahlgitter. Und Al-Haritha, die hat gesagt, als ich an ihm vorbeiging, habe ich bei Allah gesehen, dass er in einer Zeit Trauben gegessen hat, die in Mekka nicht gewachsen sind. Wer hat ihn versorgt? Allah subhanahu wa ta'ala. Er versorgt, wem er will. Er versorgt, wem er will. Und von Ibrahim ibn Adham, rahimullah ta'ala, einer der Tabi'in, wurde berichtet, liebe Geschwister, als er einmal im Garten war und Essen gemacht hat, er hat gegrillt draußen, ist etwas von dem Fleisch heruntergefallen. Dann kam eine Katze und hat das weggeschnappt. Und subhanallah, die Katzen sind sehr hinterlistige Tiere. Ja? Wenn du ihnen direkt etwas zu essen gibst, sie essen vor dir. Aber wenn sie etwas klauen, was machen sie? Sie rennen damit weg. Ja? Wie die Araber. Ja? Sie rennen damit weg. Was ist passiert? Die Katze ist weggerannt. Ibrahim ibn Adham, rahimullah, ist ihr hinterhergerannt. Er sagte, bis ich an einer Stelle kam, wo sie sich vor einem kleinen Eingang in der Wand oder vor einem kleinen Loch in der Wand hingesetzt hat und das Fleisch hingetan hat. Und es kam eine Schlange heraus, die blind war und dieses gegessen hat. Dann hob er seine Hände und sagte, gepriesen sei Allah, gepriesen seist du, der du die Feinde füreinander gefügig gemacht hast, so dass sie sich gegenseitig versorgen. So dass sie sich gegenseitig versorgen. Schaut mal, subhanallah, sie nimmt das Fleisch und bringt es wohin? Zu ihrem Feind. Normalerweise die Schlange ist Feind von der Katze. Aber Allah azawajal hat das bewirkt. Wir haben auch Feinde, alhamdulillah, aber die geben uns Versorgung. Wer? Die Chinesen. Was bringen sie uns? Kompass, alhamdulillah, so wissen wir, in welche Gebetsrichtung wir beten. Ich habe diese Ringe gesucht, Muhammad Rasulullah, in islamischen Ländern habe ich sie nicht gefunden. Ich bestelle sie jetzt aus China. Aus China, überlegt mal. In den islamischen Ländern werden sie nicht verkauft. Holen wir aus China, alhamdulillah. Das ist die Sache, subhanallah. Das ist die Gunst Allahs Azza wa Jal. Na. Und es gibt nichts, dessen Schatz kann man nicht bei uns wehren und wir senden es nur in bestimmten Maß hinaus. Und es gibt nichts, dessen Schatz kann man nicht bei uns wehren und wir senden es in einem gewissen Maß herab. Allah Azza wa Jal sagt uns etwas Wichtiges hier. Die gesamten Schatzkammern besitzt Allah. Was bedeutet das für dich? Du bittest nur,
Allah Azza wa Jal. Wenn Allah die gesamten Schatzkammern besitzt, zu wem willst du hingehen? Es gibt Leute, der ruft den und jenen und den Toten und das Kaputte. Der ruft wen? Leute, die nichts besitzen. Leute, die nichts besitzen. Also, wir haben gelernt, nur Allah subhanahu wa ta'ala zu rufen. Selbst wenn ein Mensch dir helfen kann, wer verursacht, dass dieser Mensch dir hilft? Allah subhanahu wa ta'ala. Hätte er es nicht geschrieben, hätte dir dieser Mensch nicht geholfen. Deswegen, ja Ikhwa, bindet eure Herzen an Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Schatzkammern gehören Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, er verfügt über alles, Azza wa Jal. Aber jetzt sagt er uns, subhanahu wa ta'ala, wir lassen das aber nur in einem bestimmten Maß hinab. Was heißt in einem bestimmten Maß hinab? Wir werden die Versorgung den Leuten nicht großzügig geben. Hat das einen Sinn? Warum Allah Azza wa Jal die Leute nicht großzügig versorgt, indem er ihnen alles gibt, was sie wollen? Hat das einen Sinn? Nein. Richtig, damit die Menschen nicht denken, dass sie unbedürftig sind. Ja? Und was noch, Ahmed? Damit sie Allah Azza wa Jal weiter bitten. Sehr gut. Weil nicht jeder damit umgehen kann. Das ist das Entscheidende. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Ash-Shura, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala den Rizq, die Versorgung seinen Dienern in vollem Maß zukommen gelassen hätte, dann wären sie wahrlich was, labarau, dann wären sie ungerecht geworden. Ungerecht geworden. Labarau fil ard, so wären sie auf der Erde ungerecht gewesen. Walaki yunazzilu biqadarim ma yasha. Und aber er subhanahu wa ta'ala, er lässt den Rizq nur so viel herab, wie er will. Nur so viel, wie er will. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Kalla innal insana la yatgha arra'ahu arra'ahu staghna. Aber wahrlich, der Mensch, er überschreitet die Grenzen, wann? Wenn er sich als unbedürftig sieht. Jetzt überlegt mal, einer besitzt alles. Wird er Allah noch bitten? Das heißt, er vergisst ihn. Und deswegen, liebe Geschwister, lasst uns darüber reden und damit schließen wir ab, bi'idhnillah ta'ala. Warum wechselt Allah Azza wa Jal, oder beziehungsweise warum hat Allah Azza wa Jal die Versorgung verteilt, wie er sie versorgt hat? Warum hat Allah Azza wa Jal die Versorgung so unter den Menschen aufgeteilt, wie er das gemacht hat? Das heißt, manche sind arm, manche sind reich. Manche sind krank, manche sind gesund. Und so weiter und so fort. Warum? Wer sagt mir warum? Na. Natürlich, er weiß das Verborgene, aber wir wollen jetzt über die Hikma sprechen. Was ist die Hikma dahinter, die Weisheit? Na, Vater. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wie jeder in der Situation, mit der Situation umgeht. Wenn er anstatt krank doch gesund ist, dann ist er zum Beispiel nicht mehr. Das heißt, es gibt Leute, es gibt eine Überlieferung davon, aber die ist schwach, aber die Bedeutung ist richtig, sagen die Gelehrten. Wenn ein Diener arm ist, wird er Kufr begehen. Und wenn ein Diener reich ist, wird er Kufr begehen. Deswegen, was macht Allah Azza wa Jal? Manche Leute lässt er nicht arm, sondern er lässt ihnen immer etwas an Versorgung, an Vermögen. Und andere Diener lässt Allah subhanahu wa ta'ala immer am Rande, so dass sie genau das haben, was sie brauchen, denn ansonsten würden sie Allah Azza wa Jal vergessen, subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Hikma. Das heißt, Allah Azza wa Jal, was macht er? Er versorgt seine Diener unterschiedlich, damit ihre Herzen immer verbunden sind mit Allah subhanahu wa ta'ala. Eine weitere Hikma. Was ist noch eine Weisheit dahinter? Naam, tafadda. Damit zum Beispiel, wer gesund ist, wer krank ist, damit das wertschätzt. Allahu Akbar. Damit eine Person auch die Allmacht Allahs erkennt, aha, manchmal bin ich gesund, manchmal bin ich krank, manchmal bin ich reich, manchmal bin ich arm. Allah ist allmächtig, er kann die Situation bei mir wechseln, wie er will, subhanahu wa ta'ala. Schau, eigentlich müssten wir das doch an uns selber sehen. Manchmal sind wir so krank, dass wir denken, wir sterben gleich.
Und dann sind wir so gesund, dass wir vergessen, Bittgebete zu machen. Es gibt Leute, der sagt dir, eigentlich alles läuft bei mir. Ich habe Arbeit, ich bin gesund, ich habe Geld, das, das, das. Warum soll ich eigentlich Bittgebete machen? Aber er vergisst, das, was er heute hat, muss er morgen nicht mehr haben. Wir erkennen dadurch die Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala, dass er eine Situation wechseln kann, wie er will. Nicht nur bei einzelnen Personen, auch bei einem ganzen Volk subhanahu wa ta'ala. Das ist seine Macht. Was ist noch eine Hikmah? Was ist noch eine Hikmah? Na, sehr gut, dass man geprüft wird. Allah will wissen, ob du dankbar bist, wenn er dir weniger gibt. Wenn er dir viel gibt. Will sehen, ob du dankbar bist. Und er will sehen, ob du geduldig bist, wenn er dir weniger. Und wer hält das nur aus, diesen Zustand der Prüfung? Nur die Gläubigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unter ihn schreiben, liebe Geschwister. Dann haben wir noch eine Hikmah. Noch eine Hikmah unter diesen ganzen Punkten. Wer sagt sie mir? Na. Davon ausgeht, was er bekommt. Ja, das ist auch sehr schön. Das ist die Dankbarkeit. Auch das gehört zu der Dankbarkeit. Was noch? Bitte schön. Dass man das auch richtig nutzt. Dass wenn man reich ist, dass man den Armen was gibt. Dass wenn man gesund ist, einem Kranken hilft. Okay. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Und wir haben die einen für euch, wir haben die einen gegenüber die anderen von euch zur Fitna gemacht. Was heißt Fitna? Der Arme ist für den Reichen eine Fitna und der Reiche für den Armen. Der Gläubige für den Käfer und der Käfer für den Gläubigen. Der Arzt für den Patienten und der Patient für den Arzt. Jeder ist eine Fitna für den anderen. Jeder ist eine Fitna für den anderen. Und wenn eine Person reich wird, unaufmerksam wird, was passiert in der Regel mit den meisten Leuten? Werden sie sich Allah azawajal hingeben oder werden sie von diesem Weg abirren? Sie werden von diesem Weg abirren. Schaut mal, Allah azawajal sagt, وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Und wir senden diese Versorgung nur herab im bestimmten Maß. Wer weiß es am besten? Allah azawajal. Deswegen, ja, Ikhwa, wenn jemand arm ist oder nicht so viel hat, wie er gerne hätte, Allah weiß, warum er dir nicht mehr gibt als das, was du hast. Weil so lange wirst du ihn bitten. Weil eine Person, der etwas benötigt, wird seine Hände heben. Aber wenn er alles hat, dann fragt er sich, warum sollte er noch überhaupt die Hände heben. Und Allah liebt es, wenn du deine Hände hebst. Ja, ayyuhannas, antumul fuqara'u ilallah. O ihr Menschen, ihr seid die Armen gegenüber Allah. Ihr seid die Armen gegenüber Allah, azza wa jalla. Allah liebt es, wenn sein Diener sich unterwürfig zeigt, sich als bedürftig zeigt und Allah seinem Herrn bittet. Allah liebt das. Wallah, ihr werdet manchmal Leute sehen, die gläubig sind. Sie sind Multimillionäre. Wenn du siehst, wie sie Allah bitten, denkst du, das ist der ärmste Mensch. Und ihr werdet Leute sehen, die sind so arm, die essen manchmal tagelang nichts. Und wenn er Allah bittet, dann wirst du denken, er ist reich. Er bittet Allah nicht um die Dunya. Er sagt, ja, Allah, macht mich dankbar. Mach mich was. sei zufrieden mit mir. Er erwähnt gar nicht die Sache mit ihm. Und Ayyub alayhi salatu wasalam war so. Ihr wisst, liebe Geschwister, Ayyub alayhi salatu wasalam war ursprünglich was? Reich oder arm? Reich. Er war reich gewesen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn geprüft. Und das war ein Prophet, den er geliebt hat. Und Allah azza wa jalla hat ihn mit den besten Worten erwähnt im Koran. Ayyub alayhi salatu wasalam hatte Vermögen gehabt. All das Vermögen ist weg. Und er hatte eine Familie gehabt. Allah hat alle sterben lassen, außer seine Ehefrau. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn zusätzlich noch mit was geprüft? Das war das Schwerste. Mit einer Krankheit, die wie lange ging? 18 Jahre. 18 Jahre. Wie Anas ibn Malik radiallahu anh authentisch überliefert hat. 18 Jahre hat er ihn geprüft. Was hat Ayyub gesagt im Bittgebet? Trotz dieser schweren Krankheit, trotz dieser gewaltigen Krankheit, trotz der Schmerzen, die er jeden Tag durch diese Krankheit hatte. Was sagte er? Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ja Allah, mich hat ein Schaden befallen, mir ist was passiert und du bist der Barmherzigste unter den Barmherzigsten. Hat er seine Krankheit erwähnt? Gar nicht. Als ob er Allah azza wa jalla sagen wollte, die ganzen Jahre war ich gesund, soll ich mich jetzt beklagen wegen diesen paar Jahren, wo ich krank bin? Subhanallah. Das sind die reichen Diener, liebe Geschwister. Reichen Diener. Na?
Und subhanallah, derjenige, der auf Allah azza wa jal vertraut, dieser ist der wahre Reiche und dieser ist der wahre, der Izzah hat. Was heißt Izzah? Stolz und Ehre. Es gibt Leute, wenn es ihnen etwas schlecht geht, der hat eigentlich alles. Dann geht er gleich zu den Leuten, hast du mal, hast du mal, hast du mal. Ihr kennt die. Weil er will sich eigentlich Sachen kaufen, die er braucht oder eigentlich nicht braucht, die er nicht braucht. Aber du siehst gleich, subhanallah, obwohl er immer noch alles hat, du siehst, wie schwach sein Herz ist. Und dann siehst du Leute und wallahi geht man nach Mekka und Medina. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Städte im Guten erhalten und vor jedem Verbrecher und vor jedem Ungerecht bewahren. Diese Städte, wenn du siehst, da sind Leute, die sind so arm. Ich weiß, was sie verdienen, weil ich mit Leuten gesprochen habe, die das ganz genau wissen. Die verdienen fast gar nichts. Wallahi, die gehen an dir vorbei, die machen die Straßen sauber und diese arbeiten. Der sagt dir nicht, gib mir etwas. Was sagt er dir? Assalamu alaikum. Er sagt dir Assalamu alaikum. Vielleicht verstehst du. Manch einer, der sagt, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh, der sagt alles, außer dass er ihm was gibt. Aber diese Person hat eine bestimmte Andeutung gemacht. Ja? Aber du siehst sie immer Izzah. Sie vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und daher, liebe Geschwister, wer die Izzah haben will im Herzen, so soll er nur auf Allah azza wa jal vertrauen. Und du wirst wissen und du wirst sehen, dass Allah der einzige Versorger ist. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanak lahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu leik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Damit haben wir auch, alhamdulillah rabbil alamin, bis zur, ich bin gerade in einer anderen Sura, bis zur 21. Aya gemacht. Wir haben ein paar Minuten Zeit, inshallah ta'ala, für Fragen. Wer Fragen hat, kann sie gerne stellen. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Und im Internet nur die Fragen, die wir nicht jeden Tag beantworten, inshallah. Oder beantworten müssen. Na. Bitteschön. Muss man Schmuck anlegen, wenn man zum Gebet geht? Muss man Schmuck anlegen? Wie meinst du das? Ich habe irgendwo eine Eier gelesen, da hieß irgendein Schmuck, wenn man zu den Gebetsstätten geht. Aber ich bin jetzt nicht ganz sicher. Meinst du die Eier in Surat Al-A'raf? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin. O ihr Kinder Adams, nimmt zu jedem Gebet euer Schmuck. Ja? Schmuck hier, Achil Karim, ist nicht Kette oder sonstiges. Schmuck ist hier, dass wir uns so zum Gebet aufstellen, wie die Sunna es uns geboten hat. Wie die Sunna es uns geboten hat. Und hier lernen wir eine sehr schöne Sache aus dieser Ayah. Der Schmuck, wenn jemand sich schmücken will, soll er sich nicht mit Haram-Sachen schmücken, wie Ohrring. Ja? Das ist sowieso verboten. Oder Kette. Oder Arm, was heißt das? Armreifen oder sonstiges. Diese Sachen sind für Frauen, nicht für Männer. Sondern der wahre Schmuck ist der Schmuck mit der Sunna. Das ist dein Schmuck. Was heißt der Schmuck mit der Sunna? Das ist dein Bart. Das ist, dass du die richtige Kleidung trägst. Das ist auch, dass du deinen Kopf bedecken kannst. Kannst, wir sagen nicht muss. Das ist Schmuck. Na, was in dieser Ayah gemeint ist. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tafaddal. Fika. Wenn man sich in der Khutbah befindet, wie sagt man jemandem, dass er leise sein soll? Man sagt das nicht. Und das geht aus der Überlieferung hervor, bei Al-Bukhari, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einmal jemanden hörte, der zu seinem Gefährten sagte, sei still. Sei still heißt, er hat was rumgeschwätzt oder das Gute geboten und das Schlechte verboten. Hat er was Gutes geboten? Sei still, das heißt, sei still und hör der Khutbah zu. Äußerlich gesehen, ist das was Schlechtes? Ja oder nein? Nein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er das gehört hat, er sagte, du hast Unnützes gesprochen. Warum? Was war weg? Sein Lohn. Na, haula oder kote. Was macht er, wenn er isst? Wie lacht er dann? Na, du hast Unnützes gesprochen. Guck mal, subhanallah, deswegen, was unsere Aufgabe? Wenn jemand auch redet oder irgendwas, gar nichts. Du sagst gar nichts. Manchmal gibt es Leute, die bringen dich in Bedrängnis. Die kommen dann so mit ihrer, kennt ihr diese Parfüm-Dings hier? Diesen Parfümroller.
Jared, würde was rauskommen. Weißt du, der hält deine Hand, ganze Zeit kommt nichts raus und die Hälfte der Haut ist weg, ja. Wir nennen das die Ramadan-Packung, die bleibt ganz lange, weil es kommt eh nichts raus. Der macht das, zum Schluss hast du nichts davon gehabt und dann hast du noch mitgemacht. Alle, die mit sowas mitmachen, ihr Anteil vom Lohn geht weg. Deswegen, was ist deine Aufgabe? Beachte ihn nicht, auch wenn er dir das übel nimmt. Aber nach der Khutba erklärst du ihm das dann. Bi'idhnillah as-sami'il alim, wallahu ta'ala ala wa alim. Wenn man islamisch entschuldigt ist vom Fasten, darf man dann in der Öffentlichkeit essen oder trinken? Wenn du entschuldigt bist, dann ist es dir erstmal erlaubt, dass du isst und trinkst. Das ist dir definitiv erlaubt. Soll man aber in der Öffentlichkeit essen und trinken? Nein, denn du sollst nicht deine Geschwister in was bringen? In Fitna. Okay? Daher isst man nicht vor den Augen seiner Geschwister. Eine Frau zum Beispiel ist menstruierend oder ist krank. Was macht sie? Sie isst nicht vor den Kindern und vor ihrem Ehemann, sondern sie geht in die Küche, okay, und nimmt dort heimlich ihre Mahlzeit zu sich. Weil das ist Fitna. Jetzt überlegt mal, ein Kind 7, 8 Jahre, man will ja langsam die Eltern verklagen, die ihre Kinder zum Fasten bringen, mit maximal 3 Jahre Gefängnisaufenthalt. Na, habt ihr es gelesen? Auf jeden Fall, wenn man, wir sagen zu diesen Leuten, wenn man am Boden liegt, dann gibt es nur eine Rettung für euch, damit ihr aus dem Schmutz aufsteht, dass ihr über den Islam herzieht. So kennen wir sie, nicht anders. Schaut mal, subhanallah, die sind Versager durch und durch. Hier können wir sagen Vergaser, nicht nur Versager. Die sind Vergaser durch und durch. Und wie wollen sie sich retten? Durch die Beleidigung und Anfeindung vom Islam. Aber wen feinden sie an? Die Muslime oder Allah Azza wa Jal? Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie werden es morgen sehen, möge Allah Azza wa Jal diese Leute recht leiten. Auf jeden Fall, dass man die Kinder nicht in Fitna bringt oder sonstiges. Na, die Schwester fragt hier, sollte man beim Neugeborenen Adhan in sein Ohr rufen? Diese Überlieferung hat Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala anfänglich als Hassan klassifiziert und später hat er sie als Daif klassifiziert und er ist bei seinem Urteil geblieben. Das heißt, diese Überlieferung ist nicht authentisch und man unterlässt es insha'Allah ta'ala. Naam. Aber was man machen kann von der Sunna, was kann man machen von der Sunna beim Neugeborenen? Das ist bestätigt, obwohl das ist auch umstritten unter den Gelehrten, ob das nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, also nicht die Authentizität dieser Überlieferung, die ist authentisch, aber ob das nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam war oder auch für die anderen. Na. Sehr gut. Vorkauen, ja, Technik nennt man das. Das heißt nicht, dass du ihnen eine ganze Dattel in den Mund schiebst, den Neugeborenen, sondern du nimmst die Dattel und zerreibst sie oder zerkaust sie und dann streichst du das über wo? Über seinen Gaumen. Über seinen Gaumen, das ist von der Sunna. Wallahu ta'ala ala wa ala. Wie kann man seine Versorgung vermehren? Ja, das ist eine schöne Frage. Wie kann man seine Versorgung vermehren? In Surat Nuh lesen wir, وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Ich sagte zu ihnen, sagt Nuh alayhi salatu wasalam, zu seinem ungläubigen Volk, bittet Allah um Vergebung, so wird er euch gegenüber vergeben. Jetzt beschreibt er ihnen, was sie bekommen als Gunst. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Allah subhanahu wa ta'ala lässt es in Strömen auf euch herabregnen. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Und er stärkt euch mit was? Mit Vermögen und mit Kindern. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. Nicht nur in der Dunya. Jetzt kommt die Akhira, der Lohn von der Akhira. Und er gibt euch was? Jannat, Paradiesgärten. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Und er gibt euch Flüsse. Der hat ihn durch die Vergebung Allahs, wenn du Allah azza wa jalla um Vergebung bittest, was bekommst du? In der Dunya und in der Akhira Versorgung. In der Dunya und in der Akhira. Nur ein Problem gibt es bei den Leuten. Und wenn man eine Ibadah macht gegenüber Allah Azza wa Jal, selbst wenn du einen Nutzen in der Dunya hast, darf deine Absicht nicht für was sein? Für die Dunya. Passt auf, liebe Geschwister, das machen viele falsch. Ich gebe euch ein Beispiel. Eine zum Beispiel, die sagt, ich wiege 150 Kilo. Wenn ich faste, dann werde ich 2 Kilo abnehmen im ganzen Monat. Okay? Ihre Absicht, richtig oder falsch? Falsch. War sie für Allah oder für einen Dunya-Nutzen? Für einen Dunya-Nutzen.
Manche fasten ja, ihr kennt ja auch, man nennt das Heilfasten. Die haben ja verschiedene Begriffe geprägt. Dieses Fasten ist ja jetzt auch wissenschaftlich erforscht worden, dass Fasten Gesundheit bringt und sogar Krebs bekämpfen kann. Sogar Krebs bekämpfen kann. Die haben das erforscht. Selbst wenn das, ja, Achi, deine Vorteile sind, deine Aufgabe ist, du weißt, dass eine Ibadah gegenüber Allah. Was du an Nutzen hast, zum Beispiel, dass du abnimmst, zum Beispiel, dass du gesünder wirst, entschlackst, dein Körper entgiftest von mir aus. Das ist alles nicht deine Absicht, sondern das wirst du als was bekommen? Als Zusatz. Als Vorteil. Wissen wir, wenn wir eine Sadaqa geben, dass Allah Azzawajal dir mehr geben wird in der Dunya, ja oder nein? Das wissen wir, ist bestätigt. Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses bestätigt. Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifhu. Die Überlieferung, die Ayat sind viele. Wer ist es, der Allah ein gutes Darlehen gibt, das heißt eine Sadaqa, so dass Allah azzawajal es ihm vermehrt? Und in einer anderen Ayah, und ihm die Sünden vergibt. Daher, manche geben eine Sadaqa, mit welcher Absicht, Abdullah? Damit er noch mehr Geld bekommt. Wir sagen ihnen, das kriegst du sowieso. Mach deine Absicht, dass du diese Sadaqa für wen gegeben hast? Für Allah Azzawajal. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, Dawu mardakum bis Sadaqa. Heilt eure Kranken mit der Sadaqa. Wenn du krank bist und eine Sadaqa gibst, was sollte deine Absicht sein? Dass du gesund sein willst? Hä? Sondern, dass du eine Sadaqa für Allah gibst. Schlusspunkt aus, fertig. Aber wird Allah dich gesund machen? Allah wird dich gesund machen. Das hast du sozusagen als Bonus nebenbei. Und deswegen, ja, manche Leute, sie haben nicht den Sinn von der Ibadah verstanden. Sie nehmen den Dunya-Nutzen und beabsichtigen diesen und tun so, als ob dafür die Ibadah war. Nein, das ist alles, was du bekommst, aber die Ibadah ist gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, dass du Allah azza wa jal einzig und alleine dienst. Wallahu ta'ala ala wa a'la. Na, tafadda. Ja. Wie ist das allgemein mit den Figuren, wenn sie jetzt auf bestimmten Sachen drin, drauf sind, Sachen, Bettwäsche und so weiter und so fort, darf man das dann haben oder nicht haben? Schaut mal, die Gelehrten, sie haben unterschieden, liebe Geschwister, zwischen realistischen Lebewesen und, wie nennt man die? Fantasiefiguren, ne? Fantasiefiguren. Ich gebe euch ein Beispiel. Einer hat einen Löwen auf der Decke, weil er denkt, er ist selber Löwe. Er ist der Löwe unter der Decke und der Löwe über der Decke ist ein anderer. So. Frage jetzt hier, diesbezüglich. Erlaubt oder nicht erlaubt, Bayram? Nein. So. Jetzt hat aber einer auf seiner Bettdecke diesen, wie heißt der, Dummkopf, dieser Schwammkopf. Ja. Ist das eine realistische Figur? Nein, das ist was anderes. Weil das ist eine Fantasiefigur. Oder ein Auto mit Augen. Ich meine, gibt es ein Auto mit Augen? Ja. Krass, ja. Das ist kein Problem. Aber wenn ein Lebewesen wahrlich realistisch aussieht, dann nicht hier, sollte man das vermeiden. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Und beim Gebet schon gar nicht. Ja? Manche kommen manchmal, a'udhu billah, auch noch mit T-Shirts von Che Guevara auch noch. Ja? Der hat keinen anderen gefunden. Der hat keinen größeren Käfer gefunden. Che Guevara, das ist der Kommunist pur. Einer der übelsten unter der Menschheit. Und ihr wisst, die Kommunisten haben in ihrer Akida, die Religion ist Opium für das Volk. Und dann trägt er den und Jahil. Jahil, er weiß nicht, wer das ist. Na, tafadda. Darf eine Person, die nicht weiß, wie sie betet, zum Beispiel Kopfhörer in dem Ohr stecken oder ein Video schauen, wie sie betet, das alles während des Gebetes, all das ist nicht erlaubt, sondern sie macht Folgendes. Es gibt heute, subhanallah, habe ich gehört, von so Gebetsteppiche, die alles aufsagen. Habt ihr davon gehört? Ja. Der sprechende Gebetsteppich. Ich kenne den Fliegenden von Alibaba, aber den Sprechenden kenne ich noch nicht. Kennt ihr den Sprechenden? Ja. Der spricht dir alles vor. Du brauchst nur alles nachzusagen. Die verkaufen die richtig teuer. A'udhu billah, das darf man nicht haben. Schaut mal, liebe Geschwister. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam,
weil diese Religion auch barmherzig ist, so hat er uns beigebracht. Derjenige, der noch nichts vom Gebet weiß, der soll die äußerlichen Bewegungen machen. Und im Gebet, was sagt er? Was sagt er? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kann das jeder? Jeder kann das. Mittlerweile die Kuffar, der sagte, der hat Allahu Akbar gesagt. Bei jedem Attentat, der sagte, der hat Allahu Akbar gesagt. Ja. Selbst die kennen das. Das heißt, wenn die anfangen mit Beten, die können schon einiges. Alhamdulillah. Ja, das kann man sagen, solange bis man das Gebet gelernt hat. Und wenn er es auch nicht so schnell lernen kann, kein Problem, aber er soll sich bemühen, bi'idhnillah ta'ala, aber nicht jetzt mit Kopfhörer oder sonstiges. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ali Jan, tafadda. Wenn ein Muslim nicht betet und die Religion nicht praktiziert, ist er noch ein Muslim? Ein Muslim, der nicht die Religion praktiziert und nicht betet und nichts von der Religion macht, die Gelehrten haben einen Ijma'. Die Gelehrten haben ein Ijma. Eine Person, der nichts von den Taten des Islam macht, eine Person, der nichts, absolut nichts von den Taten des Islam macht, ist ein Kafir. Das ist Ijma unter den Gelehrten. Na, nur jetzt dürfen wir nicht hingehen zu jedem und sagen, das ist das Äußerliche, das ist erstmal das äußerliche Urteil. Ja? Jetzt dürfen wir aber nicht hingehen, weil wir müssen ja auch gucken, in welchem Zustand ist er geboren und aufgewachsen. Jemand, der in Deutschland in Zwickau wohnt, willst du von ihm erwarten, dass er das weiß, was jemand in Mekka weiß? Natürlich nicht. Weil der eine hat kaum was über den Islam gehört. Okay, er weiß, er ist Muslim, er weiß Allah subhanahu wa ta'ala und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber er weiß nicht viel über die Religion. Dieser hat einen ganz anderen Zustand in der Bewertung als jemand, der zum Beispiel in einem Land lebt, wo der Islam verbreitet ist und bekannt ist unter den Leuten. Wird dir in Mekka jemand sagen, dass er nicht weiß, dass Schweinefleisch verboten ist? Hier in Zwickau kann das sein. Ich gebe euch ein Beispiel. Und die Gelehrten haben dieses Beispiel geprägt. Einer zum Beispiel ist in einem Dorf in Deutschland, okay? Er nimmt den Islam an. So, jetzt sagst du ihm, Bruder, MashaAllah, das freut mich, du bist Muslim geworden. Er sagt dir, mich freut das auch, lass uns was essen gehen, Bruder. Du sagst, bitteschön, Bruder, lass uns was essen gehen, du darfst mich auch einladen. So sind die Brüder immer bei uns. Du darfst mich auch einladen. So, jetzt geht er mit ihnen in ein Restaurant und sagt, einmal Schweinekross bitte mit Süß-Sauersoße. Dann sagst du ihm, Auzu billah, was hast du da bestellt? Er sagt dir, ja, was denn? Schweine? Schweinesteak? Ich liebe das. Und dann diese würzige Soße, ich werde da verrückt, sagt er dir. Dann sagst du ihm, Achi, warte mal ganz kurz, du bist doch Muslim. Er sagt, ja und, das hat doch damit nichts zu tun. Der weiß nicht, dass Schwein verboten ist. Frage, wird er zur Rechenschaft gezogen? Aha, warum nicht? Nicht wusste. Da können sich die Takfiris 10.000 Mal auf den Kopf stellen, das Ijma unter den Gelehrten. Deswegen müssen wir immer gucken, wie die Situation ist. Na, und natürlich hier in Deutschland gibt es viele, denkst du, jeder guckt unsere Videos? Und wer unsere Videos kennt, guckt, die meisten hassen uns, weil wir ihnen sagen, was sie machen müssen. Das heißt nicht, dass sie uns lieben, ja? Sind nur ein paar wenige, die uns inshallah lieben. Möge Allah uns euch so lieben, wie ihr uns liebt. Ich hoffe, ihr gehört zu denen dazu, die uns lieben. Ja, Allahu alam. Mafhum? Alles klar, Ali Jan? Bitteschön. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Arbeit. Eigentlich meinte ich ihn. Eigentlich meinte ich ihn. Bitteschön. Ja, tfadda. Ab wie vielen Personen kann man gemeinschaftlich beten und muss den Adhan aussprechen? Ab wie vielen Personen kann man gemeinschaftlich beten und den Adhan ausrufen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Imam Ahmad, wenn in einem Dorf drei Leute leben und sie machen nicht das Gebet und sie machen nicht das Gebet zusammen und den Adhan, so wird der Shaitan ihre Herzen einnehmen. So wird der Shaitan ihre Herzen einnehmen. Eine Person braucht überhaupt keine Gemeinschaft, um Adhan zu machen. Wir haben Beweise, dass eine Person einzeln den Adhan macht, dass wenn zwei Personen, und alles ist in der Sunna vorhanden, dass zwei Personen den Propheten s.a.w. gefragt haben, wegen dem Adhan. Eine Person hat ihn gefragt, er sagte, mach den Adhan. Das war ein Hirte, das war ein Ra'i, Hirte, ne? Das war ein Ra'i. Und zwar sagte er zu ihm, jeder, der dein Adhan hört, wird Yawmul Qiyamah bezeugen für dich. Auch wenn du in der Wüste bist. Kann sein, dass ein Djinn sich neben dir stellt, Fuß an Fuß, Schulter an Schulter und mit dir betet. Du weißt das nicht.
Naam, deswegen rufen wir den Adhan aus. Wir wissen nicht, wer mit uns betet, liebe Geschwister. Zweitens, auch zwei Personen haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt. Er hat ihnen gesagt, dass sie Adhan machen müssen. Und auch drei Personen. Insofern, man macht den Adhan bi'idhnillah ta'ala. Und der Adhan ist eine Fard Kifaya. Fard Kifaya bedeutet eine Pflicht für die Gemeinschaft. Wenn jetzt zum Beispiel gleich das Gebet ist, wie viele Leute machen Adhan? Jeder? Einzelne? Sondern nur einer. Er ist verantwortlich für die gesamte was? Für die gesamte Gemeinschaft. Deswegen, wenn du in einem islamischen Land bist, wenn du in einem islamischen Land bist, du bist in einer Gemeinschaft und du hörst den Adhan zum Beispiel, weil die Moschee ist neben dir, dann brauchst du den Adhan nicht nochmal zu machen. Okay? Dann brauchst du den Adhan nicht nochmal zu machen, weil er hat schon für diese Leute da in der Umgebung Adhan gemacht. Das ist ausreichend, bi'idhnillah ta'ala. Ja? Fard Kifaya bedeutet, das ist nur für einen Pflicht in der Gemeinschaft, dann haben sie den Adhan gemacht. Aber bitte, das wird falsch verstanden. Der Adhan ist keine Bedingung, keine Säule für das Gebet. Weil manche denken, wenn der Adhan nicht gemacht wurde, dann ist das Gebet was? Ungültig. Das stimmt nicht. Der Adhan ist keine Bedingung für das Gebet. Aufpassen. Ja? Wallahu ta'ala ala wa ala. Tafaddal. Ja, der Bruder stellt eine gute Frage. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Muslimen zum Iftar eingeladen ist und man sieht nicht direkt, dass sie praktizieren, wie ist das, soll ich dann essen oder nicht? Also, wenn man weiß, diese Leute wissen gar nichts und wissen nicht mal, dass man Halal-Fleisch essen muss, wallahi, viele wissen das nicht. Die denken, du kannst von Aldi und Lidl dein Fleisch kaufen, ja? Das denken viele. Die können nichts dafür. Keiner hat ihnen das beigebracht, ja? Und deswegen ist das so, wenn du weißt, dass es eine Person, der das nicht weiß, dann isst du nichts von dem Essen. Okay? Dann isst du da nichts von dem Essen, wo Fleisch drin ist. Dann kannst du das andere essen. Ich weiß, das schmeckt nicht so, aber manchmal muss man auch ein bisschen verzichten, inshallah. Na, tafaddal. Kann man die, über die nassen Haare streichen? Ja, kann man machen. Man kann es ja nicht abnehmen und hören und dann nochmal. Na. Darf ein Kafir die Masjid betreten? Wenn er keine feindlichen Absichten hat, dann ja. Wenn er keine feindlichen Absichten hat, dann ja. Und dass ein Masjid die Moschee betreten darf, weil manche nehmen die Ayah in Surat At-Tauba, innamal mushrikuna najas. Wahrlich, die Götzendiener sind unrein. Was meint hier unrein? Ist ihre Haut hier gemeint? Was meint hier unrein? Sheikh Ahmad. In deren Herzen ist was drin? Schirk, Kufr. Das ist damit gemeint. Weil als Thumama radiallahu anhu arda einmal draußen war, haben die Sahaba ihn gesehen und ihn gefangen genommen und haben ihn wo reingebracht? In die Moschee. Und wo haben sie ihn angebunden? An einem Pfahl. Wäre das so, dann dürfte er nicht in die Moschee herein. Okay? Deswegen, ein Nicht-Muslim darf in die Moschee herein, wenn er zum Beispiel sich informieren will über den Islam, etwas erfahren will, die Muslime kennenlernen möchte, überhaupt kein Problem. Okay? Wallahu ta'ala ala wa a'lam tafaddal. Das Wudu, ob das Blut Wudu ungültig macht, nach den meisten Gelehrten ja. Nach den meisten Gelehrten ja. Und die richtige Ansicht ist aber, das bricht nicht das Wudu. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na, tafaddal. Wenn man auf einem See ist, wie macht man da Wudu? Kann man mit Seewasser Wudu machen? Kann man mit Seewasser Wudu machen? Natürlich. Wenn es sauberes Wasser ist, was meinen wir mit sauberes Wasser? Schaut mal, wir haben drei Zustände vom Wasser. Das eine ist, wer sagt mir den Begriff? Tahur. Was heißt Tahur? Rein und? Rein und reinigend. Dann haben wir was? Nur reinigend. Richtig? Tay. Es gibt Wasser, das kann man nicht mehr benutzen, weil es nicht mehr rein und reinigend ist. Das heißt, für Wudu unbrauchbar. Okay? Aber es gibt
das normale Wasser, was im See ist, natürlich kannst du das benutzen. Die Regel bei Ahlus Sunnah ist, alles, was vom Himmel kommt und alles, was von der Erde ist, ist was? Ist rein. Aber abgestandenes Wasser, sei es auch manchmal in einem See, kann manchmal nicht gebrauchbar sein. Das heißt, es steht schon länger und es haben sich sehr viele Sachen reingemischt. Okay? Außer wenn es fließendes Wasser ist, dann passiert gar nichts. Dann passiert gar nichts. Wallahu ta'ala alam. Das heißt, es ist ein kleiner See. Jetzt nicht jeder See ist riesig. Ja? Es gibt kleine Seen. Zum Beispiel, da wird alles reingeworfen. Menstruationstücher und Hundefleisch. Und willst du damit Wudu machen? Natürlich nicht. So. Aber jetzt das Wasser fließt. Auch wenn diese Sachen reingeworfen werden, die ich dir gerade genannt habe, kannst du trotzdem Wudu machen damit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Na, tafaddal. Wie ist das mit Fotos in Kisten? Darf man sie aufbewahren? Schaut mal, liebe Geschwister, das Verbot ist natürlich, dass man keine Bilder an die Wand hängen darf. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist in As-Sahihain, er sagte, die Engel betreten nicht eine Wohnung, in der ein Bild hängt oder ein Hund sich befindet. Das ist die Regel. Okay? Eine Frage. Wenn die Engel nicht hereinkommen, wer wird vermehrt in der Wohnung sein, Ali Jan? Die Shayatin. Gut oder schlecht für die Leute im Haus? Schlecht. Deswegen hänge diese Bilder ab. Und noch schlimmer ist, dass wir Leute heute sehen, die hängen Bilder von wem? Von verstorbenen Seelen. Zum Beispiel vom Opa oder vom Vater oder sonstiges. Das zieht die Shayatin. Und die machen Ärger in der Wohnung. Die machen Ärger in der Wohnung. Deswegen soll man diese Bilder abhängen. Weder ein Bild soll an der Wand hängen von einem Menschen oder überhaupt an der Wand hängen von einem Menschen oder von einem Tier, das heißt von einem Lebewesen. Und es soll kein Hund in der Wohnung sein. Dann kommen die Engel nicht rein. Dann kommen die Engel nicht rein, wenn ein Bild hängt oder ein Hund sich in der Wohnung befindet. Wir waren einmal bei einem in der Werkstatt, der hatte ein Bild von einem Hund. La hawla wala quwwata illa billah. Der hat beide Sachen kombiniert im Hadith. Stolz noch auf seinen Hund. Deswegen, ja Ikhwa, sollte man das vermeiden. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Die Sache mit den Bildern, okay, die liegen jetzt im Album. Frage, was ist der Nutzen? Was ist der Nutzen an diesen Bildern? Die Gelehrten sagen, viel besser ist, dass du für deine Geschwister Dua machst, dass du an sie denkst, dass du versuchst, für ihr Jenseits etwas zu machen. Das ist doch besser, als wenn du irgendein Bild machst. Na, was? Bild und das war's. Na, Fekenbach. Wenn eine Frau vor Ramadan ihr Kind gebärt und nach 2 Wochen keine Blutungen mehr hat, muss sie dann noch 40 Tage warten oder kann sie fasten? Eine Frau hat ihr Kind entbunden. Wie ist das jetzt? Muss sie 40 Tage abwarten, auch wenn die Blutung vorher stoppt? Nein, diese 40 Tage, wie Salama radiallahu anha wa adaha sagte, das ist Maximum. Das heißt, wenn eine Frau entbindet und ihre Blutung hält an 10, 20, 30, 40 Tage und nach den 40 Tagen immer noch, wann stoppt sie nach 40 Tagen? Sie wäscht sich und dann kann sie beten und fasten beten in der Tala. Aber wenn sie schon nach 10 Tagen oder nach 20 Tagen rein wird, dann sind diese 40 Tage nicht verbindlich. Diese sind eine Obergrenze. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na, bitteschön. Wenn ein Nicht-Muslim Vermögen besessen hat, darf man von ihm erben? Antwort nein. Und das ist die Ansicht aller 4 Rechtsgelehrten. Das ist die Ansicht aller 4 Rechtsgelehrten. Die Überlieferung ist bei Imam Muslim. Und ganz klar, ein Muslim darf einen Kafir nicht beerben und umgekehrt. Okay? Das heißt, das von dieser Hinsicht nein. Aber wenn ein Testament geschrieben werden sollte, dann ist das was anderes. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na, barakallahu fikum wa jazakum la khaira. Richtig? Ja. Nein, die letzte Frage. Wenn eine Person im Leben eine Sache nicht bekommt, zum Beispiel eine Arbeit, wie sollte er sich gegenüber Allah Azzawajal verhalten? Er sollte wissen, dass Allah Azzawajal das nur mit seiner Hikma macht. Weil Allah Azzawajal, das heißt nicht, dass Allah nicht will, dass er arbeitet, passt auf.
Aber in dieser Arbeit könnte eine Fitna für diese Person liegen. In dieser Arbeit könnte eine Fitna für die Person liegen. Deswegen gibt Allah Azzawajal ihm nicht die Arbeit, weil er ihm schützt vor einer Sache, wo er nicht weiß, wo der Schaden darin liegt, der Diener. Wo er nicht weiß, wo der Schaden für den Diener darin liegt. Insofern sollte er geduldig sein gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und auf Allah azzawajal richtig vertrauen und wissen, dass Allah azzawajal die gesamten Schatzkammern besitzt. Wallahu ta'ala ala wa alam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jetzt kriegen wir Ärger mit Walid. Okay.